Hier geht's ausnahmslos um Bier. Beim bestens gefüllten Schlosswirt hielt Bierpapst Konrad Seidel Audienz und der Küchenchef servierte zwischen den Bieren passende Speisen für begeisterte Hopfen- und Malz-Afficionados. Der Österreicher ist ein gelernter Biertrinker, ist auch unter den ersten dreien in Europa. Aber ist der Österreicher auch ein Bierkenner? Der Österreicher ist noch nicht so weit gelernter Biertrinker, dass er jede Stilfacette kennt, dass er jede Möglichkeit kennt, was man mit Bier alles an Nuancen herausarbeiten kann. Deswegen versuche ich ja immer wieder, Leuten etwas beizubringen. Und wer kundig trinkt, hat mehr vom Trinken. Und das Spannende ist, wenn man den Bier antrinkt, bekommt man sofort einen schönen, sehr feinen Hopfencharakter hinein, der uns aber jetzt nicht bitter beißt, sondern nur da ist, damit der Malzkörper sich schön drunter entwickeln kann. Asterix sagt zum Beispiel zu Obelix, er soll das Bier trinken, bevor es kalt wird. Hat man früher das Bier warm getrunken? Tatsache ist, dass man in sehr vielen Gegenden der Welt immer wieder auch wärmere Biere findet, dass wir zum Beispiel, dass der Deckel auf dem Bierkrug drauf ist, der hat auch die Funktion, das Bier temperiert zu halten, weil man hat es natürlich etwas wärmer getrunken, bevor man künstliche Kühlung hatte. Was war eigentlich das älteste Bier, das Sie jemals verkosten durften? Das älteste Bier, das mir untergekommen ist, war ein Bier, das ein King's Ale von der Bass Brewery war, Anfang des 20. Jahrhunderts gebraut, dann 100 Jahre im Keller gelegen und ich durfte davon ein paar Schlucke kosten. Aber das hat nicht mehr geschmeckt. Das Bier hat hervorragend geschmeckt. Allerdings muss man sagen, es hätte mir ein Portwein, der ähnlich alt ist, wahrscheinlich ähnlich geschmeckt, weil natürlich da die Alterungs- und Reifungskomponenten sehr viel deutlicher sind, als wenn ich hier ein sehr frisches Bier hat, bei dem zum Beispiel Hopfenaromen sehr stark sind. Na, die sind in 100 Jahren leider nicht erhaltbar, aber dafür kommen andere Komponenten dazu. Mike Steiner, jetzt machst du seit sagenhaften 25 Jahren Bierseminare. Was war eigentlich der ausschlaggebende Grund? Der ausschlaggebende Grund war eigentlich ein launiger Abend mit Freunden. Und wir begannen damals eigentlich als Bierverein und haben Fahrten zu Brauereien begonnen. Und gleich in dem ersten Jahr konnten wir den Kontakt zum Bierpapst Konrad Seidel aufbauen über einen befreundeten Journalisten. Wie viele Biere hast du in diesen 25 Jahren verkostet? Das ist eine schwierige Frage. Um einen Daumen gerechnet, zwischen 150 und 200, glaube ich, so ungefähr. Schon einiges zusammengekommen. Was sind aus Ihrer Sicht eigentlich die berühmtesten Länder und Nationen, die Bier brauen? Berühmt. Das berühmteste Land für Bier ist Deutschland, dann kommt lange nichts. Dann kommt vielleicht Tschechien, dann kommt auch Österreich. Interessant ist, wo spielt die Musik heutzutage? Und da muss man sagen, das ist immer noch die USA. Brasilien, ein Land, an das wir auch vor 10, 15 Jahren noch nicht gedacht hätten. Und Österreich ist ein Land, in dem auch immer wieder neue Sachen kommen. Und wie gesagt, es ist großartig, jeden Tag ein neues Bier entdecken zu können. Herr Schenkemeyer, wie wird man als EDV-Fachmann Brauer? Sie müssen ja irgendwann auf diesen Gusto gekommen sein, auch einmal Bier, selbst eigenes Bier auf Ihren Gaumen zu fühlen. Ja, der Moment, dieses Erweckungserlebnis war vor ungefähr 5 Jahren, als ich das erste Mal ein Bier in einer Kleinbrauerei getrunken habe und mir gedacht habe, da schaust her, ein Bier kann auch was schmecken. Ein Bier, das quasi Ihr Markenzeichen geworden ist, ist der Grurmhund. Wie sind Sie auf diesen Namen gekommen? Naja, wer in einer Bergbauregion aufgewachsen ist, und Eisenerz ist die Bergbauregion in Österreich, der kennt einen Hund, der kennt auch einen Grurmhund. Und der weiß, dass der Grurmhund Frühjahrszeiten das Gute, das Edle aus dem Berg an die Oberfläche gebracht hat. Und darum heißt mein Standardbier Grurmhund, der bringt halt das Gute und Edle aus dem Keller. Sind Sie eigentlich noch nie auf die Idee gekommen, selbst ein Bier zu brauen? Ich halte es als Journalist mit einem Grundsatz.
der heißt, das, worüber du berichtest, sollst du nicht selber machen. Ich habe Kolleginnen und Kollegen gesehen, die Journalisten waren und in die Politik gegangen sind, dort großartig gescheitert sind. Und genauso sollte der, der über Bier schreibt, nicht Bier brauchen.